hier in Midgar überhaupt nichts mehr wächst. Ja, stimmt schon. Hey, Cloud hat den Angriff überlebt. Und Sephiroth zückt die Artillerie. Stufe 3 Zauber haben eine nette Besonderheit, die ich als Effekt-Fan total geil finde. Während bei Stufe 1 und Stufe 2 Zaubern, der normale, wenn man die mit alle Substanzen verbindet, dann kriegt halt jeder Gegner einmal diesen Treffereffekt ab, ne? Das kleine Flämmchen oder der kleine Blitz, was kennt ihr ja. Wenn du einen Stufe 3 Zauber auf alle hast, dann hat der eine eigene Animation, die halt einfach das gesamte Kampffeld umschließt, so wie ihr es gerade gesehen habt. Ne? Ein großer Eisblock, Kravum, alles geht kaputt. Ja. Und was ist das? Ein Marco-Brunnen. Es ist ein Wunder der Natur. Es ist so schön. Und da gibt's ein Secret. Ach, wenn man das ein Secret nennen will. Außerdem jetzt ja, noch nicht. So jetzt bisschen. Eh noch nicht. Wenn der Marco-Reaktor weiter die Energie aufsaugt, dann trocknet dieser Brunnen auch aus. Stimmt, tut er. Hoppla. Substanz. Wenn Marco-Energie kondensiert, dann entsteht Substanz. Man sieht sie nur selten in ihrem natürlichen Zustand. Übrigens, warum kann man, wenn man Substanz benutzt, auch Zauberkräfte verwenden? Du warst ein Soldat und wusstest nicht einmal das? Das Wissen und die Weisheit des alten Volkes ist in der Substanz enthalten. Wer dieses Wissen besitzt, kann frei über die Kräfte des Landes und des Planeten verfügen. Das Wissen hat eine Wechselwirkung zwischen uns und dem Planeten und beschwört Zauberkräfte herauf. Zumindest wird das behauptet. Zauberkräfte, eine geheimnisvolle Kraft. Tiefer kotzt. Oder so ähnlich. Habe ich was Witziges gesagt? Ein Mann sagte mir einmal, ich solle nie einen unwissenschaftlichen Begriff wie geheimnisvolle Kraft benutzen. Es sollte nicht einmal Zauberkraft genannt werden. Ich weiß heute noch, wie wütend er war. Wer war das? Hojo von Shinra. Ein unerfahrener Mann, der die Arbeit eines berühmten Wissenschaftlers übernehmen sollte. Er hatte lauter Komplexe. Ja, das kann ich unterschreiben. Das mit den Komplexen. Ein Marco-Brunnen. Das ist also das Wissen des alten Volkes. Final Fantasy 7 Trinkspiel. Jedes Mal, wenn altes Volk gesagt wird, ein kurzer. Phasenweise sehr langweilig, in anderen Phasen tödlich. In einer bestimmten Stadt wird das dann ganz schnell zum Koma. Ja, aber ganz schnell. An mehreren Stellen. Mhm. Das hier finde ich saugeil. Wir haben hier den Ausgang in den zurückliegenden Screen und hier geht's in den nächsten. Ein wirklich sehr lohnender Zwischenschritt. Endlich haben wir es geschafft. Aber wir haben es ganz schön umständlich gemacht. Tiefer, warte hier. Ich gehe auch rein. Ich will es sehen. Nur autorisierte Leute dürfen rein. Hier sind lauter Firmengeheimnisse der Shinra. Aber pass auf die Lady auf. You shall not pass. Menno! Mann! Dann pass lieber gut auf mich auf! Sagte sie und sprang die nächste Klippe runter oder so. Gut. Sefi, warte! Oh, Mensch. Zwei Gummipunkte für jeden, dem diese Stelle bekannt vorkommt. Hier haben wir diesen Screen haben wir schon mal gesehen. Braucht ihr auch nicht in die Kommentare zu schreiben, könnt ihr einfach über die zwei Gummipunkte freuen und dann Gummilolli davon kaufen. Gut. Nein, ich werde es nicht weiter erklären. Ihr könnt ja das Display von hier nochmal gucken und dann Dings. Es ist gut, wenn man hier ab und zu nochmal alles, was war, Revue passieren lässt und sich nochmal anschaut. Dann versteht man das Spiel nämlich auch beim ersten Mal. Also, es ist dann ja nicht das erste Mal, aber ne? Man muss die Sachen zwei oder dreimal sehen, bis man die ganzen Zwischenzusammenhänge erkennt. Und jetzt lohnt sich einfach noch nichts zu erklären. Das machen wir später. D-
Das ist Jenova, nicht wahr? Das Schloss lässt sich nicht öffnen. Nein, das ist nicht Jenova. Der Name ist dann nur aus Spaß überall an die Wände und Rohre und alles gekritzelt. Deshalb die Funktionsstörung. Dieser Teil ist kaputt. Cloud macht das Ventil zu. Ach, für Handarbeit ist der Kerl sich zu fein, oder was? Das ist scheiße, der Lehrling zu sein. Warum ist es kaputt gegangen? Jetzt verstehe ich, Hojo. Aber selbst wenn du das machst, kommst du nie auf die gleiche Ebene wie Professor Gust. Dieses System kondensiert und gefriert die Makroenergie. Das heißt, wenn es richtig funktioniert. Na, was wird aus Makroenergie, wenn sie noch weiter kondensiert wird? Oh ja, sie wird zur Substanz. Ja, normalerweise. Aber Hojo hat was anderes da reingetan. Schau mal. Diese Stelle ist selten blöde geschrieben. Ich kann diesen Tank nicht anklicken. Ich muss nochmal ihn anquatschen, damit er mir sagt, schau durch das Fenster. Und dann kommt die Erleuchtung. Ah, das Sichtfenster. Ja, gut, ne? Oh, okay. Grins. Nice. Was ist das? Normale Mitglieder von Soldat sind Menschen, die mit Makroenergie übergossen wurden. Ihr seid anders als die anderen, aber immer noch menschlich. Aber was ist das? Aber was sind die? Sie wurden einem viel höheren Grad an Makro ausgesetzt, viel mehr als ihr. Merke, er sagt ihr, nicht wir. Ist das eine Art Monster? Genau, und Hojo von Shinra hat dieses Monster gemacht. Mutierte lebendige Organismen mit Makroenergie gemacht. Das sind diese Monster tatsächlich. Normale Mitglieder von Soldat? Heißt das, du bist anders? Hey, Sephiroth! Nein. Wurde ich? Wurde ich auch so gemacht? Ich denke, da kann man ein bisschen besser lesen. Bin ich so wie all diese Monster? Sephiroth! Du hast doch gesehen, sie waren alle Menschen. Menschen? Unmöglich. Seit ich klein war, habe ich immer gedacht, dass ich irgendwie anders bin. Irgendwie besonders. Aber nicht so. Ein etwas seltsames Ei. Und es gibt sicherlich ein sehr, sehr seltsam schmeckendes Omelett, wenn man das in die Pfanne schlägt. Aber es ist geschlüpft. Krack. Und ich habe die Vorahnung von Ereignissen, die höchst ungesund werden dürften. Ja, ich denke auch, also... Boah, Sekunde, denkst du weiter. Bin ich ein Mensch? Ich habe nie verstanden, was Sephiroth damals gesagt hat. Ich war vielmehr überrascht, dass Shinra Ungeheuer herstellt. Verdammte Shinra, je mehr ich darüber höre, desto mehr hasse ich sie. Wer hätte gedacht, dass der Makroreaktor ein solches Geheimnis bergen würde? Ach stimmt, es waren ja Firmengeheimnisse, jetzt hat es ausgeplaudert. Haha. Das würde erklären, warum es in letzter Zeit mehr Ungeheuer gibt. Ich glaube, wir sollten Cloud genauer zuhören. Meinst du nicht, Barrett? Ja, ich will auf jeden Fall speichern. Ja, kann sein. Willst du hier rasten? Anderthalb Stunden noch etwa, bisschen mehr. Schaffen wir, ne? Ja. Meine Stimme macht auch noch mit. Notfalls kann ich auch übernehmen. Ja, schauen wir mal. Ach. Wo wir gerade hier sind. Ah ne, man hat den normalen. Okay, schade. Ich dachte, man hätte dieses knuffige Jungcloud-Gesicht. Das finde ich so niedlich. Tifa, du hast also draußen gewartet? Ja. Wir kehrten nach Nibelheim zurück. Sephiroth schloss sich im Gasthaus ein. Er versuchte nicht mal mit mir zu sprechen. Dann verschwand er plötzlich einfach, stimmt's? Wir fanden ihn im größten Gebäude in Nibelheim. Die Dorfbewohner nannten es die Shinra-Villa. Ich nenne es auch die Shinra-Villa.
Vor langer Zeit lebten Leute von Shinra in diesem Haus. Ja, das ist nämlich das Schöne. Wirklich fast alle der Orte, die wir hier sehen, kann man wirklich besuchen. Auch in vorherigen Sequenzen. Natürlich später alles. Aber die Orte, an denen diese ganzen Sequenzen spielen, das sind Orte, die es wirklich in der Spielwelt gibt. Und das die es noch gibt. Die stehen noch. Ja, Christian, lass das! diese Orte kann man besuchen. Und das heißt, man kann wirklich später an die Orte der eigenen Vergangenheit gehen und so weiter. Ne? Genauso wie bei der Kindheitserinnerung, man kann zu diesem Brunnen gehen. Ne? Da habt ihr es gesehen. Sowas meine ich. Gut. Cloud, wir sind in der Shinra-Villa. Anstatt dieses blöde Gebäude jetzt komplett zu durchsuchen, das werden wir nämlich, wenn wir mit der Gruppe hier sind, noch lang genug tun. Oh ja. Keine Spur von Sephiroth. Ich sah ihn aber in dieses Zimmer gehen. Nutzen wir einfach unsere kleine Flüsterfee, die uns verrät, dass wir hier runter müssen. Ich habe mir so eine kleine Fee gebastelt. Gefangen. Die habe ich hier mit Reißzwecken an den Flügel auf meinen Schreibtisch gepinnt. Und die verrät mir jetzt immer über das Spiel, was ich wissen möchte. Ist was? Du schweigst so, Chris. Guter Freund von mir hat mich gerade angeschrieben. Ich bin aber noch dabei, keine Sorge. Achso. Ich dachte schon, du wärst jetzt bloß von einer an den Schreibtisch gepinnten Fee geschockt. Gut, Sephiroth ist da. Wir haben ihn doch nicht. Unter dieser Villa finden sich tolle Sachen. Bibliotheken, Experimentapparaturen, geil, ne? Und ein Sephiroth, der liest. Ein scheinbar toter... Entschuldigung, Stimme. 1, 2, 3. Ein scheinbar toter Organismus wurde in einer 2000 Jahre alten geologischen Schicht gefunden. Professor Gast nannte den Organismus Genova. Blablabla. Bla, bla. Genova als Angehörige des alten Volkes bestätigt. Genova-Projekt gebilligt. Marco-Reaktor 1 zur Inbetriebnahme zugelassen. Der ist echt vertieft. Das geht ihm echt an die Nieren, scheinbar. Hat offensichtlich was damit zu tun. Ist aber ein cooler Ort, wenn du mich fragst. Ja. Meine Mutter hieß Genova. Genova Projekt. Ist das ein Zufall? Professor Gast, warum haben Sie mir nichts gesagt? Warum sind Sie gestorben?